Ja, danke schön und herzlich willkommen bei der Linken. Sie wissen, weil Sie waren dabei, es war unübersehbar, wir haben am 16. Juni diesen Jahres, genauer gesagt um 0.15 Uhr, unser Wahlprogramm beschlossen. 100% sozial ist Anspruch und Ansporn für uns gleichermaßen. Trotzdem ist natürlich auch klar, das Wahlprogramm zu beschließen ist das eine. Mit den Inhalten dieses Programms in den Wahlkampf zu ziehen und dafür zu werben, das andere. Und um dieses andere soll es heute vornehmlich gehen. Sie werden in der heißen Phase, die jetzt kurz vor uns liegt, dieses Wahlkampfes eine Linke sehen und hören, wie Sie sich das wünschen und wie Sie uns kennen. Wir werden erlebbar sein im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind verlässlich im Inhalt. Wir sind klar in der politischen Forderung. Wir sind selbstbewusst in der Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz und nicht zuletzt auch hin und wieder provokant in der Ansprache. Und das Ganze werden Sie von uns schwarz auf weiß in diesem Wahlkampf unübersehbar bekommen. Ich will einige Fakten zunächst sagen zur Kampagne selbst. Zum Thema Bürgerkontakt, die Präsenz im öffentlichen Raum, der Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, das Gespräch mit Wählerinnen und Wählern ist für uns Markenzeichen, nicht nur im Wahlkampf, sondern im Alltag. Dafür sind wir bekannt. Mit diesem Mittel haben wir uns Vertrauen erworben. Ich will daran erinnern, dass wir gerade vor ungefähr 4 Wochen, unmittelbar nach dem Bundesparteitag, auch wieder bundesweit mit einer Aktionswoche und über 200 Aktionen in der Fläche präsent waren. Wir werden uns für diesen Straßenwahlkampf, haben wir uns etwas Neues überlegt. Über den klassischen Infotisch hinaus werden Sie rund 200 rote Lastenfahrräder bekommen, eine mobile Form des Infotisches, wenn Sie so wollen, auch eine ökologischere Form des Infotisches, mit dem wir auf den Straßen unterwegs sein werden. Für diesen Straßenwahlkampf gibt es eine ganze Reihe an Material. Wir werden ungefähr 2,7 Millionen Kurzwahlprogramme unter die Bevölkerung bringen. Es gibt 7,6 Millionen Wahlzeitungen für diesen Wahlkampf. Die Wahlzeitung wird regionalisiert, das heißt, es gibt für jedes Bundesland eine zugeschnittene Ausgabe dieser Wahlzeitung. Unser Spitzenteam und die aussichtsreichen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten sind mit ungefähr 750.000 Personenfoldern unterwegs und werden für ihre Person und unsere Inhalte werben. Dazu kommen 1,6 Millionen thematische Handzettel zu den Schwerpunkten unseres Programms und für die heiße Phase, für die letzten Tage dieses Wahlkampfes noch einmal 3,2 Millionen Wahlaufforderungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Sie in Ihren Briefkästen finden werden. Das mag für den einen oder anderen im Vergleich zu anderen Parteien möglicherweise wenig klingen und deswegen will ich nicht zuletzt daran erinnern. Ja, wir haben einen Wahlkampfetat von im engeren Sinne 4,5 Millionen für diese Kampagne, aber wir sind eben im Gegensatz zu anderen Parteien nicht in der Lage und wollen das auch nicht, unseren Wahlkampf von großen Unternehmensspenden zu finanzieren, sondern sind auf die eigene Stärke angewiesen und die vielen kleinen Spenden von Mitgliedern und Sympathisantinnen und Sympathisanten. Zur Sichtbarkeit im öffentlichen Raum gehört natürlich die Frage der Großflächen. Sie werden uns nicht übersehen in diesem Wahlkampf. Ab dem 12. August mit ca. 2000 mobilen Großflächen überall in der Bundesrepublik und noch einmal 650 festen Großflächen. Dazu kommen all die Großflächen, die Mitglieder und Wählerinnen und Wähler für uns spenden, weil sie sich selber eine Freude machen wollen oder möglicherweise dem Nachbarn, dem sie die Großfläche vor die Haustür kleben lassen. Es kommen 380.000 Themenplakate mit unseren Schwerpunktthemen hinzu. Und für die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und die strategischen Direktwahlkreise noch einmal ungefähr 80.000 Personenplakate. Auf zwei Punkte will ich gesondert zu sprechen kommen. Zunächst, wir haben für den diesjährigen Wahlkampf Gerhard Seyfried gewonnen für unsere Partei. Gerhard Seyfried ist seit vielen Jahrzehnten ein bekannter Künstler, aus vergangenen Wahlkämpfen, dem einen oder anderen bekannt aus den Wahlkämpfen von den Grünen bzw. Christian Ströbele. Das ist nun vorbei und er macht Wahlkampf für uns und unterstützt uns dabei. Wir werden ab dem 28. August
mit 19 Großveranstaltungen überall in der Bundesrepublik unterwegs sein. 16 pro, eines pro Bundesland und dann noch einmal eine weitere jeweils für Hessen und Bayern, wo Landtagswahlen stattfinden. Und auch Nordrhein-Westfalen wird eine zweite Großveranstaltung von uns bekommen. Gerhard Seyfried wird, hier ist ein Beispiel abgebildet, diese Bühne für diese Großveranstaltungen für uns gestalten. Der zweite Punkt, den ich gesondert hervorheben will, ist der TV-Spot. Auch wenn das Wetter im Sommer gut sein sollte, bleibt der ein oder andere zu Hause vom Fernseher liegen. Und auch für diese Wählerinnen und Wähler haben wir ein Angebot. Und ich möchte Ihnen diesen TV-Spot heute in der Weltpremiere sozusagen vorführen. Bitte schön. Ich will in einem zweiten Teil etwas sagen zur Frage der Inhalte und anschließend an das, was ich Ihnen eben gesagt habe, beziehungsweise was Sie gesehen haben. Sie werden von uns in diesem Bundestagswahlkampf keinen bunten Werbezirkus erleben, sondern es gibt eine klare Konzentration auf Politik und auf politische Kommunikation, auf Inhalte. Das hat auch einen guten Grund. Wir haben als Partei auch Inhalte zu bieten. Das ist unser Angebot für die große Nachfrage nach sozialer Gerechtigkeit und nach Frieden. Hier sind unsere größten Kompetenzen als Partei. Das wird in diesem Wahlkampf unübersehbar sein. Ich will das Beispiel Mindestlohn sagen. Als wir das auf die politische Agenda gesetzt haben, war keine andere Partei für dieses Thema zu gewinnen und auch die Gewerkschaften waren zum großen Teil davon noch nicht angetan. Mittlerweile haben abgesehen von möglicherweise der FDP mehr oder weniger alle sich dem Thema in irgendeiner Weise genähert. Das zeigt, die Linke wirkt, sie wirkt auch aus der Opposition heraus und es lohnt sich, an diesen Themen dran zu bleiben, um Veränderung zu erzielen. Und natürlich werden wir auch in diesem Wahlkampf die konkrete Auseinandersetzung auch mit SPD und Grünen in dieser Frage suchen, denn es geht nicht nur um das Thema Mindestlohn allgemein, sondern natürlich auch um die Höhe des Mindestlohnes, die Forderungen, die einen Mindestlohn fordern, der Armut nicht wirksam überwindet, geht uns entschieden nicht weit genug. Und deswegen ist auch die Botschaft in diesem Wahlkampf, dass wir über dieses Thema genug geredet, genug gelabert haben. Es ist Zeit, den Mindestlohn in Deutschland endlich einzuführen. Das ist beispielhaft für die Themen insgesamt. Es sind unsere Themen, es sind zentrale Inhalte. Neben dem Mindestlohn die Mindestsicherung statt Hartz IV, das Thema Mindestrente, Steuergerechtigkeit, bezahlbare Preise bei Energie und Miete, die Überwindung der Zwei-Klassen-Medizin und eine friedliche Außenpolitik. Eine klare Sprache, klar in der Sache und eine klare Positionierung. Und ich sage es noch einmal, Sie werden es gleich sehen, schwarz auf weiß. Es gibt an mich immer wieder die Frage, in welcher Form es denn einen Ostwahlkampf gibt. Auch dazu will ich heute noch einmal etwas sagen. Ich betone es immer wieder, die Linke ist eine gesamtdeutsche Partei und das wird in diesem Wahlkampf unübersehbar sein. Und trotzdem gibt es Ungerechtigkeiten wie Rentenungerechtigkeit, Lohnungerechtigkeit, die 23 Jahre nach der deutschen Einheit endlich überwunden werden müssen und von uns auch in diesem Wahlkampf thematisiert werden. Wir sind im Osten stark, wir sind im Osten Volkspartei, wir haben dort unsere Hochburgen und natürlich werden wir in diesem Wahlkampf darum ringen, diese Hochburgen zu verteidigen. Es geht in den östlichen Bundesländern darum, auf Augenhöhe mit CDU und SPD um die Frage zu streiten, wer in den Ländern die Meinungsführerschaft hat. Das ist das Ziel für die neuen Bundesländer in diesem Wahlkampf. Und deswegen heißt die Botschaft in diesem Wahlkampf auch für den Osten, der Osten wählt rot. So viel von mir zur Kampagne in diesem ersten Teil. Dankeschön.